liebe Leute, ich bin's, der Dieter Daft Punk, ne? Und heute gibt's mal wieder ein bisschen Virtual Reality und zwar mit einem Spiel namens Venn VR. Ihr könnt euch vielleicht noch an eines der besten Virtual Reality Spiele erinnern und das war ja Astro Bot. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, war das perfekte Use Case für ein Virtual Reality Headset und ich dachte so, Mensch, vielleicht gibt's da noch ein bisschen mehr, was in diese Kerbe schlägt. Und bin dabei jetzt eben auf Venn VR Adventure gestoßen. Und da wollen wir jetzt einfach mal ein neues Spiel anfangen. Das hier können wir einen Namen eingeben. Ja, das funktioniert ganz gut hier mit diesem kleinen Keyboard. Machen wir Telerik, ne? Zack. 20 Lives und Start. Wir machen einfach den normalen Spielmodus. Hört sich gut an. Start Game. Ab geht's, würde ich sagen. Wow! The awakening sequence. Geil! The planet Aspris can be seen from the cockpit. Wir sind in einem Raumschiff. According to our headquarters secret databanks, okay. It is a peaceful planet full of life. All this is possible. Thanks. Fliegen wir mal zu Planet Aspris. Stored in local runes. These runes. Wie mache ich das? Achso, selbst fliegen. Oder wie das meine ich? Okay, vielleicht kommt das ja später noch. Ah, hier, da haben wir doch. Ah, mit dem rechten Stick, ne, bewege ich quasi. Aha, was mache ich mit dem linken? Sieht cool aus. Okay, Kissen gibt nach, das ist schon mal schön, auch wenn der Fuß nicht so ganz drauf ist da, ne? Zack, auf geht's, Buddy. Okay, mit dem linken Analogstick steuere ich die Figur. Mit dem rechten kann ich quasi die Perspektive ändern, kann daraus einen Sidescroller machen, jetzt aller hier. Oder ich mache es wie bei Banjo-Kazooie, bei Crash Bandicoot. You will need to jump over various obstacles. Press the highlighted button on the right controller now. Ja, springen. Gibt auch den guten alten Doppelsprung, ne? Also grafisch ist das schon mal schick. Attack, auch da. Also bis jetzt, Ersteindruck, nice, diese nice. Hallo Mario. Jetzt hier, ne? Jetzt kann ich so rüber wechseln und muss da nicht meinen Kopf rüberdrehen, sondern macht es dann so. Okay. Das ist ganz smart gemacht. Hui. Dann mache ich so einen, habt ihr gesehen, so einen Dash oder so einen runter. Flopper, ne? Kennt man von Mario, das macht er mit seinem dicken Hosenboden. Oh, süß. Kleinen Fuchs hier angesammelt hier. Ist bis jetzt witzig. Hat vielleicht noch nicht ganz so den Charme von dem Astrobot, aber sieht gut aus. Achso, das war jetzt das Tutorial, jetzt wissen wir es. Jetzt fliegen wir los, ne? Wo fliegen wir hin? Was muss ich machen? Jetzt gibt es Kissen nicht mehr nach. Ne? Jetzt haben sie schon Pulver verschossen hier. Ein bisschen uncool. So. Ihr seht komisch aus. Ihr kriegt erstmal auf die Backen. Flora und Fauna weghauen. Da kann ich wieder hier rüber drehen. So, alles schön einsammeln. Die Hintergründe sehen nice aus. Schön farbenfroh. Das mag ich bei so einem Jump'n'Run. Ne? Es muss nicht immer alles grau und braun sein. Was ist das hier? Achso, das wurde mir jetzt gerade angezeigt mit meinem kleinen Ding. Optisch, wie gesagt, kann man nicht mosern. Es ist ja eh oftmals bei so Jump'n'Runs, ne? Da kommt es ja oft mehr auf den Stil an. Ja, ein Astrobot auf der PlayStation 5 hier, wow! Letztens hatte mehr Details, aber das hatte dafür auch keinen, soweit ich mich erinnern kann, keinen VR-Modus. Okay. Da ist auch wieder so ein kleiner Fuchsmensch. Also. Uah! Beine runter. Kann ich da nicht hoch? So. Da haben wir das eingesammelt. Der Würfel ist wahrscheinlich hier irgendwie so ein Spawnpunkt. Oder wenn ich drauf gehe, darf ich da weitermachen. So. Sehr simpel. Das finde ich natürlich auch eigentlich ganz geil, wenn man so in dem Stil
so eine Art God of War im Oldschool-Stil hätte. Nicht so hier mit Kamera von hinten Perspektive, sondern die alten God of Wars hatten ja immer diese feste Kameraperspektive oder oft. Und das wäre doch eigentlich ganz geil. Oh, bin ich da drauf gegangen? Habe ich den Sprung nicht hoch geschafft? Wenn man dann eben so ein Spiel hätte, hier zu den kleinen Kratos steuern, das wäre doch eigentlich echt cool. Man muss echt so ein bisschen aufpassen, dass man immer diesen Perspektivwechsel auch macht, ne? Ich fühle mich ein bisschen wie so ein Boxer hier. Der so... Ja, komm. Oh. Oh, jetzt habe ich auch so gesehen, die Kamera mit Kampf gewechselt. Da muss man natürlich aufpassen, dass man da nicht aus Versehen rankommt mit seinen dicken Fettfingern. Ne, der gute alte Wurstfinger Rick hat wieder hier 4 Finger Rabatt gemacht. Oh. Es ist schon so ein bisschen, man muss schon so ein bisschen aufpassen, ne? Oh. Hier sind relativ viele Gegner. Aber eigentlich, ja, das sind die ganz leichten, die sind mir wurscht, die machen mir nicht viel. Hüpfen hier hoch. Ich gehe davon aus, wir hüpfen hier rüber. Hier ist jetzt die Kamera natürlich so ein bisschen, ne, nicht ganz so geil. Haben wir es geschafft? Alpha Dom Industries, sind wir durch? War das das erste Level? Das kann mal weg hier. Das nervt. Okay. Gibt es noch eine Abrechnung? Sieht man wahrscheinlich, was man alles eingesammelt hat. Ne? Die ganzen Runen, die ganzen Kisten und wie viele von diesen kleinen Viechern. Aber wir wollen einfach gleich ins nächste Level, oder würde ich sagen. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken oder so. Also bis jetzt finde ich das tatsächlich sehr gut. Also ist jetzt natürlich nicht außergewöhnlich. Das Spiel gewinnt aber einfach durch den 3D-Aspekt, durch diesen VR-Faktor. Und es ist mit seinem Maskottchen, finde ich auch... Oh, shit, hätte ich gleich rüber gemusst, oder? Erinnert es mich so ein bisschen an die Oldschool 90er Jahre Super Nintendo Mega Drive Zeit, wo jeder Entwickler irgendwie ein Jump'n'Run oder einen Jump'n'Run gemacht hat, wo irgendein Tierchen dann das Maskottchen war. Schade, finde ich auch nett, wie sie herschaut. Wie sie Augenkontakt mit mir hält. Das sind so kleine Details, sowas mag ich. Wieder so ein ekelhafter Pilztyp. Danke, dich nehme ich mit. Du kriegst drauf. Bei der Gegner, das Gegnerdesign ist ein bisschen fad. Diese komischen Pilzköpfe. Oh ja, was ist jetzt mit der Kamera? Passiert da jetzt was? Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Dann musst du eigentlich machen, dass du die Figur irgendwie durch die Wand durchsehen kannst oder so. Sowas muss dann schon eigentlich drin sein, weil es war jetzt keine schwierige Stelle, aber es trägt einfach dazu bei, dass es ein bisschen sich komisch anfühlt und man nicht ganz genau weiß, was jetzt zu tun ist. Was? Wo bin ich denn jetzt? Sie haben zum Glück auch diesen Kringel unter einem. Das war ja ganz wichtig. Das war auch eine der ganz wichtigen Sachen bei Mario 64, dass man diesen Schatten unter Mario hatte, um in 3D abschätzen zu können, wo man denn landet. Das ist ja nicht nur einfach schönes grafisches Detail gewesen, sondern es war spielerisch auch sehr, sehr wichtig. Gut gemacht. Kannst du mir nochmal 5 geben? Machst du das? Okay. Oh, jetzt stinke ich. Dinge, die meine Kollegen über mich sagen. Jetzt stinkt er. Hat er wieder einen Stinketag, der Rick. Ne? Hat er mal wieder hier Hose voll. Ein bisschen Resident Evil gespielt. Aber ist schon sehr simpel gehalten. Ich würde mir jetzt tatsächlich wünschen, dass jetzt zum Beispiel irgendwie mal eine neue Spielmechanik eingeführt wird. Also es ist sehr traditionell in seinem Jump-and-Run-Stil. Ich habe das Gefühl, das, was man im ersten Level bekommt, ist jetzt auch das, was man das ganze Spiel über macht.
Und da war sowas wie Astrobot Rescue Mission natürlich weitaus kreativer mit dem Einsatz des Gamepads und wie mit der dritten Dimension gespielt wurde. Das ist hier sehr, sehr gewöhnlich, möchte ich sagen, ja. Kommt nur an. Ah, das sind auch Stinker! Leidensgenossen. Ich wurde doch gerade getroffen. 54, ist das meine Gesundheitsanzahl? Ich gehe davon aus, ne? Ja! Oh! Die habe ich gerade gar nicht gesehen, so. Ich wäre jetzt einfach reingehüpft, aber zum Glück. Bin ich da nochmal ausgekommen. Ja, das Level ist schon ganz kreativ gemacht, muss man sagen. Also an Einfällen fehlt es da nicht. Das ist gut gemacht auf jeden Fall. Gleich beim ersten Mal. Also es wird schon fordernder. Was natürlich auch schön ist, weil irgendwann wird sowas auch sonst zu leicht. Wie funktioniert das jetzt hier? Gerade noch so geschafft. Okay, wir müssen mal rüber. Wir müssen von rechts nach links. Da hoch. Und erst dann da ist der neue Würfel. Okay, das kriegen wir noch hin. Denke ich, hoffe ich. Ah, wenn man auf den drauf springt, macht es einem nichts. Nein, so einer. Okay. Das ist immer herrlich, wenn dann die Figur so näher kommt und man hat diesen wunderbaren 3D-Effekt einfach. Oh, das ist grafisch gerade, das gefällt mir richtig gut. Aber das liegt halt auch an dem Stil, ne? Ich meine, so ein schön grünes Dschungellevel wie mit so Maya-Tempel und so, das macht immer ordentlich was her. Das sieht immer schön aus, da hat man immer Bock drauf. Okay, das ist wunderbar gemacht, dass ihr euch da so Zeit lasst. Oh shit! Den habe ich erst nicht gesehen, aber okay. Okay. Das Obstacle machen wir hier noch. Nein! Aber ich glaube, wir kommen auch einfach mal zum Ende. Ihr habt schon verstanden, worum es hier bei dem ganzen Ding geht. Es ist halt wirklich einfach ein Jump'n'Run und das, was es macht, macht es nicht schlecht. Es wirkt aber in vielerlei Punkten auch einfach sehr gewöhnlich und da hätte ich mir gewünscht, dass man tatsächlich etwas mehr mit diesem ganzen Virtual Reality Aspekt arbeitet, dass man mehr die Features einbindet, der Controller und so weiter und so fort, wie man das ebenfalls bei einem Astrobot auch hat. Aber auf dem Level spielt es halt nicht, es ist nicht ganz so gepolished in dem Sinne, aber es kostet auch nur 20 Euro und ich finde, dafür kann man durchaus mal reinschauen. Ist nichts weltbahnbrechendes, aber durchaus ja, recht spaßig.